Der nächste Springer ist Philipp Aschenwald, steht ja ganz knapp vor dem Durchbruch, zweimal schon am Stockerl, aber noch nie ganz oben. Wenn er es durch die Materialkontrolle schafft, dann könnte das heute sein ganz, ganz großer Tag werden. So, Wind ist im Korridor. Volle Konzentration, los geht's. Ja, Kante ganz genau erwischt, zieht weit hinunter, weiter Sprung, super Landung, Telemark passt, alles perfekt, bis zur Sturzlinie, ui, fast.